Moin, hallo und willkommen zurück zu Clockwork Tales Glassand Inc. Ich bin hier immer noch am rumfummeln. Ich versuche hier immer noch diese Linie hier zu lösen. Das hat schon ein bisschen länger gedauert. Ich hatte es fast gehabt bis das letzte Stück hier. Es ist schon so spät. Ich bin schon in der Banane, muss ich zugeben. Irgendwie will ich das immer noch hinkriegen, weil das wurmt mich jetzt, muss ich zugeben. Hier irgendwie das hinkriegen. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Jetzt mache ich nur noch Blödsinn, sehe ich gerade, ne? Ja. Ich mache gerade nur noch Blödsinn. Gehen wir mal nach oben. So ein Dreieck war eigentlich schon mal nicht schlecht. Sich hier runter. Bin ich gerade überlegen, wie ich das machen kann. Kann ich jetzt hier hochgehen? Hier hochgehen? Hier runter? Hier rüber? Da lang? Ja, da habe ich das Problem, ich komme nicht weiter. Da habe ich drei Linien übrig jetzt. Oh Mann, ich habe das einmal gehabt, dann habe ich alles hingekriegt. Nochmal, so. So, so. 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 Jetzt nach innen gehen. Nach unten. Diagonal. Ne, es reicht nicht, bleiben zwei übrig. Dann käme ich so, aber das tut mich nicht weiter. Ich muss alle Eimer abfahren. Wenn ich so gehen würde erstmal. Mach dann diese Diagonale da rein. So. So. Ne, das kriege ich auch nicht fertig. Das habe ich ja noch schlimmer als vorher. Wie habe ich denn das gelöst? Eine Linie so, dann so. Das Problem ist, ich muss mir die eine Option offen halten hier, ne? So. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie lang gehen, dass ich da zurückkomme. Darüber. Da hoch, da runter, da hoch, da lang und da unten hin. You've solved the equation. It's so obvious now. The only thing standing between us and the machine is Barber himself. A mechanical mirror part. We could use it to lure Barber out. Let's go. Okay. Alles gelöst jetzt hier. Super, jetzt können wir überlegen, wie wir die Maschine sabotieren können. Ein Inkstift. I can fix it, but it needs a memory module and a tail. Tja. Den Stift brauchen wir hier, glaube ich. Einmal stempeln. Nun kann ich den Zettel in die Kapsel stecken und verschicken. Die Kapsel ist kaputt. Okay, verschicken. Jetzt geht's wieder los. Manschettenknöpfe. Was ist denn schon wieder los? Warum fliege ich denn hier immer aus dem Spiel raus? Das ärgert mich schon wieder. Ihr seht das denn zum Glück nicht, aber manchmal schmeißt er mich hier aus dem Spiel raus und ich weiß nicht genau warum. Das ist noch was ich unbedingt rausfinden muss. Als wenn er irgendwas auf dem Desktop will. Rechtschieber. Barbers Symbol.
Energiewürfel. Ein Fahrrad. Wo ist denn hier ein Fahrrad? Da ist ein Fahrrad. Vogel. Telefon. Eine Tasse. Eine Brille. Ein Rechenschieber. Ein elektrischer Funke. Okay. Jetzt brauchen wir noch eine Taschenuhr. Das ist aber keine Taschenuhr jetzt hier. Da ist eine Taschenuhr. Und eine Gleichung. Wenn A gleich 5 mal... Ach, ich brauche einen Stift. Okay. Jetzt haben wir einen Vogel gekriegt. Den können wir da einsetzen. Jetzt brauchen wir nur noch den Fisch. I can fix it, but it needs a memory mod. We should reprogram its brain first. Otherwise it'll rat on us. Mhm. Das heißt, wir müssen erst nochmal... Ich muss den Fisch da noch rausholen, ne? Kann ich den Fisch da irgendwie rausholen? Wie kriege ich den Fisch da raus? Ein mechanischer Fisch, der könnte wichtig sein, aber wie fische ich den da raus? Das ist eine gute Frage. Indem ich hier rumwimmel, okay. Och nö, jetzt muss ich wieder Dinge finden. Das und das und das. Das war zum Glück ziemlich einfach. Das Teil. Das Teil. Da sind noch ein paar Sachen hier, aber die. Das brauche ich auch noch. Werden jetzt auch mal kleiner, die Teile hier. Das ist schon so eine Sache. Das ist nix. Okay. Das Teil noch. Hier sind noch Finger. Da und da. Okay, ich brauche noch zwei. Ne, habe ich gefunden. Sehr gut. Ein 1000-Füßler-Schwanz habe ich gefunden. Das 1000-Füßler-Gehirn müssen wir erst noch neu programmieren. Die Frage ist, wie? Komme ich damit irgendwie da dran? Nein. Da kann ich im Moment nichts mehr machen. Ich kann auch im Büro was machen und beim Maschinenraum. Okay, dann gucken wir im Maschinenraum nach. Neu programmieren, hier. Ich habe jetzt keine Zeit für Computerspiele. Ich muss Barbara aufhalten. Barbara muss die Maschinenkarte doch irgendwo aufbewahren. Gute Frage. Ich habe leider keine Ahnung gerade. Hier. I attached the tail, but we still need a memory module. Ein Memory Module, ja, das, da fehlt halt noch was, ne? Memory Module ist hier auch nicht, ne? So habe ich die Glasscherben da weggemacht. Magnet, sehr gut. Dann kann ich jetzt hier den Fisch da rausholen. Okay. Sehr gut, einen Fisch haben wir. Dann basteln wir jetzt den Fisch da oben rein. Vertausche die Felder, um die Zahnräder zusammenzusetzen. Sammle sie dann ein. Auch die Tiere können Zahnräder verstecken. Okay. Okay. Das ist nicht komplett. Das ist komplett. Das ist komplett. Zwei Zahnräder fehlen jetzt noch. Du hast ein Zahnrad versteckt. Okay. Da ist noch ein Zahnrad versteckt. Sehr gut, dann können wir jetzt das Ding programmieren. Och nö, fülle die Reihen und Spalten den Zahlen entsprechend auf, um den 1509 zu programmieren. Was? Du brauchst 5 in der Reihe. Du brauchst 3 in der Reihe.
da jeweils einen. Drei in der Reihe. Zwei in der Reihe. Drei in der Reihe. Okay, das ist noch nicht komplett. Und hier einer. Okay. Oh nein, das muss ich noch eine Ente nachmachen. Vier in der Reihe. Zwei in der Reihe. Was? Das sind vier in der Reihe. Ein in der Reihe. Das müssen zwei in der Reihe sein hier. Okay. Das ist jetzt aber ein bisschen schwieriger hier. Zwei müssen hier in der Reihe sein. Okay, die Ente müsste hier irgendwo noch sein. Hier müssen vier in der Reihe sein. Das ist vier. Hier müssen zwei in der Reihe sein. Aber die müssten eigentlich hier sein. Hier müssten drei sein und einer. Hier müssen es vier sein. Und hier muss es einer sein und da zwei. Ne, warte mal. Okay. Ach du meine Güte, hier müssen sieben sein. Hier müssen sechs sein. Hier müssen es fünf sein. Okay, hier muss es jeweils einer sein. Oder? Zwei müssten hier sein. Okay. Hier müssen es fünf sein. Hier müssen es sieben sein. Hier fünf. Da fünf. Und hier drei. Umprogrammiertes Gehirn, okay. Ein Gehirn. Gelange in die Maschine. Wir müssen schnell dorthin gelangen. Barbara könnte jeden Moment zurückkommen. Jetzt muss ich hier irgendwie dran. Stelle in der mittleren Spalte das richtige Symbol ein. Dazu muss ich erstmal wissen, was hier. Ach du meine Güte. Was muss denn das sein? Das muss da rein, okay. Hier muss ein Stern hin, aber ein voller Stern. Okay, und hier brauchen wir eine Spirale. Das ist doch korrekt, oder nicht? Nee, das ist falsch hier. Nein! Oh je. Ich kann das Symbol nicht mehr einstellen, weil das jetzt hier blockiert, ne? Ich glaube ja. Ein Stern. Na, das kann ja heiter werden. Stern ist richtig. Wieder Dingens. Ich brauche ich. Das passt nicht. Das passt, aber das passt nicht.
Das Symbol ist da unten rechts, ne? Na toll. Jetzt habe ich das Symbol da. Jetzt muss ich das Symbol erst wieder nach oben drücken, okay. Jetzt habe ich's. Okay, jetzt geht's zur Brücke. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.